wundervolles Willkommen zu unserer F2 2021 Season. Wir sind natürlich mit Oscar Piastri unterwegs und hier in Spielberg. Es ist ein toller Grand Prix, eine sehr tolle Strecke und ich freue mich extrem, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, es wird euch ein Rennen erwarten, das auf jeden Fall sehr spannend wird und ein crazy Moment in der dritten Kurve hat. Aber jetzt mal hier die Strecke Spielberg, 4,3 Kilometer, 10 Kurven, 3 DS-Zonen und ja, das ist in voller Pracht eine tolle Strecke hier eingebettet, aber natürlich für mehr Formel 1 abonniert gerne den Channel, auch der Williams Launch kam vorhin, morgen wird Ferrari launchen, wir werden natürlich auch drauf reagieren, schaut auch gerne auf TikTok vorbei, da gibt es immer wieder einen kleinen Teaser und vor allem auch auf itz-tobi gibt es immer wieder viele Infos zur Formel 1, schaut auch gerne auf Instagram at-gaming vorbei, wie gesagt, Links sind wie immer alle unten in der Bio und ja, wir sind nicht, wir sind auf 1 in der WM, aber ja, ich muss immer wieder die Karriere neu beginnen, deswegen sehe ich es mit den Punkten jetzt nicht so hardcore, weil manchmal muss ich dann wieder neu starten. Es tut mir leid, ich fahre zwar die Rennen, weil ich auch Weltmeister werden will, aber das gibt's, diese Meisterschaften gibt es hier nicht. Der rote Ampel ist aus und wir starten vom letzten Platz und der Start war mehr als grausam. Also der war mehr als grausam. Das ist schon fast das Schlechteste, was geht. Oh mein Gott. Ja, schick uns weit, Meier. Schick uns hier weit, du kleiner Go. Aber sonst so. Der Leder, wir sind wieder Letzter. Ja, was soll ich machen? Es tut mir leid, aber ich hätte hier ein bisschen, ja, einen besseren Start hätten wir vielleicht da was machen können. Was? So, hier wird es ganz, ganz eng. Guckt euch mal an, wie der fährt da innen, der rollt da fast über den Körper. Ich meine, wo soll ich denn hin? Ich komme ja da auch mit 300 an. Es tut mir leid, aber das ist natürlich, die Verwarnung muss ich da mitnehmen. 20. Platz, das war ein richtig komischer Start. Also ich wollte, Alter, der kommt innen noch wieder durch. Kommt er da aber nicht durch damit, oder? Doch, da pacen sie aus. Wir waren natürlich wie immer auf 101 und ja, da merkst du halt schon, wenn da dich einer blockiert oder so und der andere besser wegkommt hinter dir, da ist wirklich Schicht im Schacht und die überholen dich da im Vorbeigehen wieder. Jetzt können wir aber im Vorbeigehen hier innen wieder vorbeigehen. aber wie gesagt, die Formel 2 geht ja auch hoffentlich bald los. Formel 1 ist natürlich viel, jeden Tag ein paar neue Infos, Launches, Helmdesigns und neue Sponsoren, was alles noch. Und ja, natürlich, der Hype ist riesig, es geht in knapp einem Monat los und deswegen gibt es auch viel Formel 1 hier auch auf dem TikTok-Account, kommt wirklich täglich viele Videos darüber. Und hier erste Kurve. Ja, da müssen wir wieder weggehen. So spät auf der Bremse. Und das ist halt echt dumm. So, hier gucken wir uns nochmal den Start an und die erste Runde, die echt Baba war, muss ich sagen. So, der Start war okay. Oh, Tiktum Pace auf jeden Fall beim Start richtig weg. Wenn es Tiktum war, aber ich denke, es war Tiktum. Der hatte dann einen perfekten Start. Im Gegensatz zu uns, der war miserabel. Ja, ich wollte da viel Zeit gut machen, aber der lenkt dann darüber, weil auch der, ich glaube, der Leder oder wie der heißt, der war dann auch nicht optimal in der ersten Kurve drin und ja, dann bist du schon am Arsch, muss ich sagen. Sala, hier den Berg rauf, da kannst du eigentlich immer ein paar Plätzchen gut machen, aber dann hier Juri Wips, der rollt, der Junge. Ich weiß nicht genau, was sein Ziel war, aber hauptsächlich bleibt da drin, der hat ordentlich Boden verloren und ja, hat hier, ist er so reingerollt durch die erste Kurve, das ist echt nicht normal. So, und deswegen haben wir dann auch wieder den Platz verloren. Das ist natürlich eine Zwickmühle, wenn du da hinten fest sitzt, bist du da hinten gefangen. Sala. Aber dann beim Rausbeschleunigen konnten wir ein bisschen mehr Schwung mitnehmen hier. Ich glaube Kurve 7 ist das. Also zu Kurve 7 oder ist es Kurve 7? Ich weiß nicht genau. 7, 8, 9, ja 10. Das muss die Kurve 7 sein. Und hier, ja, da kommen wir gut raus. Aber es ist trotzdem hardcore. Also hier auch erste Runde, da müssen wir uns wieder... da kommen wir wieder nicht vorbei. Doch, das war ja das, wo wir dann zu weit gegangen sind. Also, ja... was soll ich sagen? Es ist sehr verzwickt heute. Wir sind in der zweiten Runde berg oben. Und was ist hier los, bitte? Zendelli, einfach weggedreht. Einfach weggedreht hier. Keine Ahnung, was sein Ziel war hier. Aber ihm dreht halt einfach mal das Heck weg. Macht natürlich gut Platz nach hinten. Aber mit diesen ganzen Abbremsen und Ausweichen haben wir da 3 Sekunden zum Vordermann verloren. Und das ist halt bei dieser Schwierigkeit echt blöd. Weil du musst hier echt nah dran sein, immer wieder, und bekommst dann auch kein DRS. 2 Runden hat es gedauert und wir sind jetzt hier an Verschort ran und hier ist wieder ein riesen Stau oben. Guckt euch das mal an. Guckt, Nissan und Aitken machen hier einen Team-internen Fight
und halten Beckmann und Verschoor auf. Aber jetzt, glaube ich, könnten wir an den Niederländer vorbeigehen. Innen, außen, er deckt innen ab. Das heißt, wir müssen außen vorbeigehen. Wird schwierig. Wird sehr schwierig. Nein, das kann natürlich nicht funktionieren. Aber ja, da musst du auch dann teilweise überlegen, wo du reinstichst, wie du abdeckst und so weiter, dass du besser rauskommst aus der Kurve. Hier zum Beispiel ist eine Stelle, da komme ich immer besser raus. Da probiert zwar die KI außen dran zu bleiben, aber das kann man hier nicht. So, im Windschatten gehen wir an Beckmann dran. So, Windschatten. Und wir stechen hier tatsächlich rein in der Red Bull Mobile Kurve. Nein, das ist, glaube ich, die Jochen-Rind-Kurve. So, und dann letzte Kurve. Guter Exit, verdammt guter Exit. Und hier im Heck von Ronnie Sani dran und auch Jack Aitken. Wir könnten einen Double Overtake hier in die erste Kurve reinmachen. Ja, und wir machen es, während uns hier Nisani von der Strecke drängt. Aber das, ja, wir haben eine Kollision vermieden, deswegen gibt es auch keine Verwarnung oder so. So, das war ein krankes Überholmanöver. 5. von 14 Runden. Und ja, jetzt ist natürlich leider so eine kleine Grüppchenbildung zu sehen. Wir haben da jetzt vor uns Boschung und Armstrong, die ja, in der Gruppe fahren. Dann ist ein kleineres Loch, also schon ein größeres Loch. Und dann vor uns nochmal drei andere. Also, ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, Replay, jetzt sind wir an Boschung, an Isani vorbei und an Ralf dran. Da wird es nichts werden, oder? Doch, wir sind hier so psychopathisch und stechen hier rein. Armstrong, jetzt nächster Platz, aber die Zeit geht uns allmählich aus. Wir haben schon, ja, wir haben erst 10 Plätze gut gemacht und sind aber auch erst 11. von, also wir haben 10 Plätze gut gemacht, sind aber auch schon in der 7. von 14 Runden. Wenn es in dem Tempo weitergeht, wäre es natürlich gut, aber wir sehen natürlich auch, wir haben da knapp 4 Sekunden Abstand nachher zu Puccia. Und ja, das ist, wird echt mühsam werden, diese Zeit hier aufzuholen. Armstrong hier vor uns, der fährt eine gute Pace. Bergauf könnten wir ihn holen. Und das ist auch so. Das ist schmuff gegangen. Easy going. Gehen wir hier vorbei. Hoffentlich kommt da nicht der Konter. Ach, wir haben das DS noch bekommen. Das war. Och, das war verzwickt. Das war cool. Das ist auf jeden Fall verdammt cool, dass wir da im Vorbeigehen. Ja, es hat wirklich ewig gedauert, hier dran zu fahren. Wir sind schon in der 11. Runde. Und ja, der erste Punkt ist dank Armstrong schon da und jetzt auch der zweite. Wer schafft das Pace-Duell? Ja, wir haben es geschafft. Wieskal sind wir auch vorbei, aber es sind nur noch 2 Runden zu fahren. Schwarzmann, bitte mach keinen Scheiß. Ich möchte hier den bestmöglichen, und das rechts habt ihr gesehen, lila, grün, rot und dann noch die langsam. Wir haben nicht mal die schnellste Rennrunde gefahren. Lawson jetzt noch und Drugovic. Ich denke mal, die zwei könnten wir noch holen. Okay, sagen wir eventuell Lawson. Drugovic wird, glaube ich, obwohl die kleben sehr zusammen. Die zwei könnten wir noch holen. Aber ja, ich denke mal nur so im Äußersten. Ja, wir kommen zwar schön dran im Windschatten, das Problem ist halt, das wird sehr knapp werden. 7. Platz ist auch okay. Ja, ich meine, der Start war schlecht. Hätte ich den Start ein bisschen besser hinbekommen, wären wir irgendwie in einer anderen Position gewesen anzugreifen. Und so ist es nun. Letzte Runde. Wir sind hier noch immer noch hinter Liam Lawson. Ich glaube, erste Kurve könnten wir ihn knacken. Und so ist es auch. Erste Kurve ganz, ja. Wer hätte mich gewundert, wenn ich hier mal den Scheitel erwischt hätte. Also das reicht wirklich nie. Und ich glaube, Drugovic wird unschaffbar. Also der ist jetzt hier 1,5 Sekunden weg. Das wird unschaffbar. Und deswegen finde ich schon mal, das war ein tolles Rennen. Wir haben unfassbare 16 Plätze aufgeholt und das auf einer Schwierigkeit von 101. Ich hätte mir natürlich beim Heim-Grand-Prix ein bisschen eine bessere Position gewünscht, aber es ist ja nicht mein Heim-Grand-Prix. Australien wird ja nicht gefahren oder so, ist es nicht so schlimm. Aber hier nochmal die letzten paar Kurven. Ich probiere wirklich alles, aber ja, reicht nicht. Also das Auto ist leider. Ja, auch die Reifen lassen natürlich nach für heute, was das gibt, oh, noch eine Verwarnung, das gibt hier den 6. Platz bei einem echt zugegebenen Krimi. Also das Rennen war sehr, sehr interessant, sehr spannend und vor allem echt sehr schwierig teilweise. Und wir sind Driver of the Day geworden, wir haben auch unseren Teamkollegen geschlagen. Und ja, unser persönlicher Rivale haben wir eigentlich auch keinen. Und wer ist das?
Trendent, ist es, dann TikTok ist dann nicht erst, dann doch der Rote nochmal, ja, der hat dann nochmal zurückgeschlagen, Mariano Sato, toll, also es ist natürlich schön, wenn es auch immer wieder andere Leute gibt auf dem Podium und deswegen freue ich mich da auch drüber. So, aber Leute, was mal Leute, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, schaut unbedingt gerne, wir schauen natürlich unbedingt noch hier in die Rangliste rein. Wenn sie mal kommt. So, hier haben wir jetzt mal das Podium natürlich. Das dürfen wir nicht vergessen. Sato hier. Wer ist ein zweiter? Ich glaube, da Weller ist auch noch am Podium. Und wer ist das hier? Das ist ja gar nicht TikTok. Doch, das dürfte TikTok sein. Da Weller und TikTok hier. Tolles Podium. Echt verdient haben sie drei geschafft. Verdient gewonnen, tolles Rennen gefahren, von dem haben wir auch nichts mitbekommen, noch kein Safety Car, das gibt es leider gar nicht, also ich habe es zwar eingestellt, aber das kommt dann wahrscheinlich nur, wenn 5 Fahrer sterben und sorry, aber da hat es teilweise oben, da hat es einen Stau gegeben, da sind 5 oder 6 Leute involviert gewesen, kein Safety Car, nichts, aber dafür könnt ihr auf jeden Fall auf Hauptrennen gespannt sein, da wird es auf jeden Fall viel härter zugehen und das kann ich euch jetzt schon mal sagen, mit 2 Safety Car Phasen und dummen Crash und, also schaltet gerne ein, sollte am Samstag, Freitag oder Samstag kommen, Mariano Sato, Dan TikTok und Dawella haben das Rennen für sich entschieden, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, ja, morgen wird der Ferrari gelauncht und schaut auch unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Links sind wie immer alle in der Bio, its-tobi oder auch gerne hier auf it-gaming auf Instagram oder auf its-tobi auf TikTok oder auch auf it-at kommen auch immer wieder Clips online. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel gerne kostenlos und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram vorbei. Ja, Dankeschön, bis zum nächsten Mal und everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.